Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bettina. Ich bin eine von den Arbeitern der letzten Tage. Dies ist eine Botschaft von Jesus Christus, durchgegeben von Benjamin Kusainsen von Evangelical Eintight Space. Am 10. Februar 2014 überbrachte ein Engel des Herrn, ein Engelbote Gottes, die folgende Botschaft Gottes an Endzeitprophet Benjamin Kusainsen. Shalom, ich begrüße Sie im Namen von Yeshua HaMashiach, Isa, Jesus Christus. Wahrlich, wahrlich, ich sage Ihnen, mein Name ist Raphael und ich bin der Engelbote Gottes. Hesekiel 16, Vers 4 bis 6. Hier steht geschrieben: Und was deine Geburt betrifft, an dem Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten und du wurdest nicht mit Wasser abgewaschen zur Reinigung und nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt. Niemand blickte mitleidig auf dich, um dir eines dieser Dinge aus Mitleid mit dir zu tun, sondern du wurdest auf die Fläche des Feldes geworfen, aus Abscheu vor deinem Leben, mit dem Tag, als du geboren wurdest. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und zu dir in deinem Blut sprach ich: Bleibe leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich: Bleibe leben. Der Engelbote Gottes sprach weiter: Wahrlich, sie waren ein Findelkind, und in ihrer Not wurden sie gerettet. 1. Korinther 13, Vers 10. Hier steht geschrieben: Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Der Engelbote Gottes sprach weiter: Und doch hat Yeshua HaMashiach, Isa, Jesus Christus von Nazareth, sie nicht vergessen. Lies vor, Jesaja 49, Vers 15. Hier steht geschrieben: Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Der Engelbote Gottes sprach: Wahrlich, so spricht der Herr. Ich habe dich wohl gesehen und ich weiß, wie du dich fühlst. Es berührt mich. Lukas 18, Vers 16. Hier steht geschrieben: Jesus aber rief sie herbei und sprach: Lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Der Engelbote Gottes sprach weiter: Wahrlich, man hat nach der Mutter gesucht, aber sie war nicht mehr da. Sie kamen in eine Pflegefamilie, wo sie Versorgung und Aufmerksamkeit bekamen. Psalm 23, Vers 1 bis 4. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal
des Todesschattens. Fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Psalm 34, Vers 16 bis 20. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen, um ihre Erwähnung von der Erde zu tilgen. Sie schreien, und der Herr hört. Aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus dem allen rettet ihn der Herr. Der Engelbote Gottes sprach weiter: Wahrlich, bevor sie geboren waren und gerettet wurden, kannte der Herr sie schon. 1. Korinther 2, Vers 9. Sondern wie geschrieben steht: Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. 1. Korinther 13, Vers 11. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Matthäus 22, Vers 37. Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und Vers 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Engelbote Gottes sprach weiter: Wahrlich, ich, Raphael, brachte sie ins Krankenhaus. Ich gehe jetzt. Ruacha, Jeshu, Shalom, sprach der Engelbote Gottes und verschwand. Und auch ich sage ihnen: Ruacha, Jeshu, Shalom. Der Herr segne sie. So hat jeder von uns vielleicht schon einmal die Hilfe Gottes erfahren. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir,
dass du dieses verlassene Kind gerettet hast. Danke, dass du es mit zärtlicher Liebe liebst. Bitte hilf ihm, dass es seiner Mutter verzeihen kann. Danke auch, dass du auch uns in den verschiedensten Situationen bewahrt hast und dass du uns aus dem Verderben gerettet hast. Du gibst deinen Engeln Befehl, dass sie uns auf Händen tragen, damit unser Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Auch wir vergeben den Menschen, die uns Schlimmes angetan haben. Bitte verzeihe uns auch, was wir dir und anderen angetan haben. Du bist nicht der Verursacher von Leid, sondern derjenige, der das Leid mindern will, wiederherstellt und unser Leben retten möchte. Danke, Herr. Deine Güte währet ewiglich. Amen. Amen. Der Herr segne sie. Shalom.